Anscheinend die beste Naruto-Classic-Folge. Heute schauen wir uns gemeinsam an, welche Naruto-Classic-Folge die beliebteste ist und warum sie so extrem geil war. Die beste Shippuden, die beste Boruto und die beste Dragon Ball Super-Folge sind bereits durch und jetzt hier eingeblendet und jetzt ist Naruto-Classic an der Reihe. Die beliebteste Episode ist Folge 133 und hat ein Rating von 9,3 und das ist die einzige Folge, die so hoch bewertet ist. Die zweitbeste Folge hat ein Rating von 9,2 und ich muss sagen, mich wundert es ein bisschen, dass bei so einem Meisterwerk wie Naruto Classic nicht mehr als 9,3 drin war. Die beste Folge trägt den Titel Was tut man nicht alles für einen Freund und ist eines der ikonischsten Kämpfe in ganz Naruto. Dass der Kampf zwischen Naruto und Sasuke so gut ist, braucht aber ein bisschen Kontext, denn hier gibt's nicht nur Verwandlungen, Momentumwechsel, sondern auch Gefühlschaos. Also Sasukes Ziel war es ja schon immer, Itachi zu übertreffen und sich an ihm zu rächen. Jedoch hat Sasuke herausgefunden, dass Itachi nur wenig Interesse an Sasuke zeigt und aber an Naruto interessiert ist. Ausgerechnet an Naruto! Naruto, der in letzter Zeit immer mehr das Spotlight von Sasuke klaut, indem er richtig gute Kämpfe bestritten hat, wie zum Beispiel gegen Neji oder gegen Gaara. Sasuke fordert Naruto auch schon zum Kampf heraus nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus und man merkt dort schon, dass die Stimmung angespannt ist und die beiden den Kampf ernst meinen. Allerdings ist Sakura da schon ziemlich nervig und Kakashi mischt sich ebenfalls in den Kampf ein. Da machen die uns schon so geil auf den Kampf und dann wird er unterbunden. Und Sasuke sucht das weiter und will Konoha verlassen, um bei Orochimaru stärker zu werden. Bedeutet, die haben uns den Kampf angeteased und dann knapp 30 Folgen darauf hingearbeitet, um uns jetzt die beste Folge zu präsentieren. Wo Sasuke und Naruto endlich all out gegeneinander kämpfen. Kein Einmischen von Sakura, kein Einmischen von Kakashi oder sonstigen Leuten. Und Sasuke gesteht Naruto, dass er nicht nur ein Freund ist, sondern sogar sein bester Freund. Was für Naruto halt unglaublich viel bedeutet. Vor allem, wenn man weiß, dass Naruto gestartet hat als jemand, der so unerbittlich versucht, irgendwie mit Sasuke mitzuhalten. Und jetzt bei einem Zeitpunkt ist, wo er sich endlich mit ihm messen kann. Und das macht diesen Kampf natürlich noch spannender. Zusätzlich findet die Folge am Tal des Endes statt, was halt nochmal für mehr geile Stimmung sorgt. Die Folge beginnt also damit, dass Naruto die erste Kyuubi-Form verwendet und somit wieder mit Sasuke mithalten kann. Und sogar Sasuke fragt sich dann, Naruto, wer bist du eigentlich? Weil er es kaum glauben kann, was für ein Chakra da aus Naruto rauskommt. Naruto antwortet aber mit der einzig richtigen Antwort, dein Freund! Komm, nach der Antwort muss man doch eigentlich schon nachgeben. Aber Sasuke natürlich nicht. Die Animation des Kampfes ist natürlich unglaublich gut und dass sie da auf dem Wasser laufen und kämpfen macht es halt noch cooler anzusehen, weil es halt dadurch wirklich zu einem Naruto-Kampf wird und nicht zu einem x-beliebigen aus einem anderen Anime. Naruto will mit diesem Kampf bezwecken, dass Sasuke endlich aufwacht und nicht zu Orochimaru geht, auch wenn das heißt, dass er ihn bewusstlos schlägt. Aber wie soll er dann aufwachen, wenn er bewusstlos ist? Sasuke meint aber, dass Naruto keine Ahnung hat, wie es ist, seine Eltern zu verlieren, da er nie wusste, wie es ist, Eltern zu haben. Sasuke aber schon. Aber Naruto sorgt dann wieder für Gänsehaut, weil er sagt, wenn er mit Iruka zusammen ist, fühlt es sich an, als wäre es sein Vater. Und genauso fühlt es sich an, als wäre Sasuke sein Bruder. Und Naruto geht nur so weit, weil das sowas wie eine Familie für ihn ist und er das nicht verlieren möchte. Für Naruto zieht sich Sasuke dann sogar das Stirnband wieder an, was echt cool ist, da er sich davor geweigert hatte, das Stirnband zu tragen. Er zeigt Naruto damit, dass er Respekt vor ihm hat, dass er ihn als stark sieht und dass Naruto der Einzige ist, der auch weiß, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Sasukes Definition von stärker werden ist, wenn man noch mehr Schmerz erleidet und deswegen muss er Naruto besiegen, um mehr Schmerz zu erleiden und somit stärker zu werden. Während des Kampfes verbessert sich Sasukes Sharingan und er gewinnt wieder die Überhand und das ist das nächste Element, warum die Folge unglaublich gut ist. Es wechselt sich immer und immer wieder ab, wer die Überhand bekommt. Dadurch, dass beide immer über ihr Limit gehen. Sasuke übertreibt aber komplett und macht den Move, der eigentlich tödlich ist und rammt Narutos Kopf kerzengerade in den Boden. Der Kampf scheint damit beendet zu sein und Naruto treibt bewusstlos im Wasser herum. Aber um Naruto sammelt sich ein rotes Chakra. Denn Kurama hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Das Kyuubi-Chakra ist so stark, dass Naruto sich von alleine bewegt und diesmal formt das Chakra die Form des Fuchses und es bildet die einschwänzige Form. Diese Form erlaubt es Naruto wieder die Überhand zu bekommen und selbst wenn Sasuke die Bewegungen von Naruto voraussieht, kann er nicht auf die eigenständige Bewegung des Chakras reagieren. Sasuke ist jetzt klar unterlegen, deswegen bleibt ihm keine Wahl, außer das Mal des Fluches in der zweiten Stufe zu verwenden. Und auch hier haben wir wieder eine Transformation und einen Momentum-Shift und Kraftwechsel. Mit dieser Form von Sasuke schicken sie uns in den Cliffhanger und man hatte als Zuschauer einfach nur ein Karussell der Gefühle. Ich muss sagen, ich war damals komplett geflasht von der Folge und es ist ein Kampf, an den sich jeder meiner Freunde erinnert, auch wenn die seit Jahren nichts mehr zu tun haben mit Anime. Es kämpfen einfach zwei beste Freunde gegeneinander, beide gehen an ihr Limit, beide übertreffen innerhalb einer Folge sich gegenseitig, aber jetzt seid ihr dran. War das die beste Folge? Oder welche hat euch denn besser gefallen? Und wenn dir das Video und das Format gefallen hat, lass bitte ein Like da. Ich bin mal raus, bis zum nächsten Video. Peace.